Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich eingefunden, um die vierte Lesung zu machen aus dem Liguori-Buch, wo wir über die Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche ganz besonders in Bezug auf den Beichtstuhl sprechen. Wir haben ja bereits nach den einleitenden Videos letztes Mal gemerkt, dass dieses Video, was ich auch heute produziere, erst mit Altersbeschränkung ab 18 Jahren versehen ist, weil eben auch auf dem Buch vermeldet steht, dass man dieses Buch Jugendlichen nicht zugänglich machen soll. Das gilt dann natürlich auch für diese Lesung. Und deswegen habe ich beschlossen, auch diese Videos mit einer Altersbeschränkung zu versehen, dass man die eben erst ab 18 Jahren schauen kann. Ja, und ich hatte gerade ein bisschen mit Bruder Viktor geschnackt und dann habe ich gedacht, ach, das wäre ja schön, wenn ich ihn einlade zu unserer Sendung heute Abend. Und habe mir gedacht, dann kann man die Lesung ja mit Viktor zusammen machen, den kennt ihr ja bereits aus Hinter den Diktatoren, mit dem wir, wo wir da viel zusammengearbeitet haben, der ja auch sehr viel Übersetzungsarbeit geleistet hat, auch für die Videoserie Der systematische katholische Kindesmissbrauch. Da die ganzen ersten Dinge, die ich da vorgelesen habe, das ist ja alles auf seinem Mist gewachsen, dass er das übersetzt hat. Und deswegen ist es mal schön, den Viktor heute Abend auch nochmal live begrüßen zu können. Ich quatsch gerne mit ihm und freue mich, wenn er über Skype mit mir verbunden ist und mich dann bei der Lesung im Liguori-Buch unterstützt. Herzlich willkommen, Bruder Viktor. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, moin moin, hallo und vielen Dank für deine spontane kurze Einladung jetzt zu der Buchlesung. Also so kurzfristig war es jetzt ja noch nie bis jetzt, aber ja, warum denn nicht? Ich dachte, wenn du Zeit hast, dann hast du Zeit. Ne? Eben, ne? Wenn wir Zeit haben, dann haben wir Zeit und dann ich hätte die Lesung sowieso gemacht. Ich habe mich ja hier hingesetzt, um das zu machen und dachte, wenn wir dich jetzt eben schnacken und du hast die Zeit und vielleicht die Lust dazu zu kommen, dann kommst du dazu, ne? Ja, ich habe ja mich auch einmal ganz kurz schon mit dieser Thematik jetzt mit diesem PDF befasst auch, aber nur ganz oberflächlich, ganz kurz. Und ja, auch aufgrund dessen, dass du ja auch schon mal so ein die Videos mit dem über dem Buch das von dem Griesinger, da gab es ja auch mal, glaube ich, Kapitel. Ja, von der Knabenliebe und zu den Jünglingen und sowas. Und da hatten wir dann auch einen Ausflug gemacht, Michael und ich, in die, ja, nicht direkt in die Moraltheologie, aber haben wir doch ein wenig den Pädophilskandal in der römisch-katholischen Kirche besprochen. Wenn die Mauer des Schweigens bricht, haben wir da zwei Videos dazu gemacht und das ist in der Spielliste von Griesinger extra mit drin eingearbeitet, ja. Ja, richtig. Und ich hatte mir ja auch mal im Zuge, sag ich mal, seitdem wir angefangen haben, uns ein bisschen besser kennenzulernen und auch mit mehr miteinander zu tun haben, hatte ich dir auch mal das Buch von dem Pater Charles Tschinnikwy zukommen lassen, Der Beichtstuhl. Ja. Ich weiß, es ist leider, leider Gottes nicht hundertprozentig korrekt übersetzt, beziehungsweise nicht vollständig übersetzt. Es fehlen ja, glaube ich, was waren das, 4 Kapitel? Über 20 Seiten, soweit ich weiß, ja. Ja, es ist doch einiges. Und leider ist da ja auch noch ein Teil in den Latein, was, ja, sage ich mal, für uns Laien mal eben nicht so. Ja, das ist aber nicht an dem Deutschen speziell, das mit dem Latein. Das ist auch. Das kam dann nur in der englischen Version, ja. Das ist im Originalbuch auch so, ja. Und ich habe dir ja gesagt, Viktor, wenn du jemals die Zeit hast, die Bücher abzugleichen, das heißt zu sehen, dass was bereits übersetzt ist, ob das korrekt übersetzt ist, und zu sehen, was nicht übersetzt ist aus dem Buch, und du sagst, das mache ich, dann lese ich das ganze Buch, Der Beichtstuhl von Charles Tschinnikwy, garantiert meinen Lesern vor. Aber ich weigere mich, ein zensiertes Buch zu lesen. Das ist genau wie mit 50 Jahre in der Kirche von Rom von Charles Tschinnikwy, womit dasselbe passiert ist. Ich habe das angefangen, ich wollte das ganze Buch lesen und ich merke am Ende des ersten Kapitels, da sagen die, jetzt haben wir ein paar Kapitel gestrichen. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Echt wahr? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe es auch vorher nicht gecheckt. Es ist ja meistens so. Ich setze mich ja hin und lese diese Bücher, ohne die vorher ganz durchzulesen. Ich meine, da kann man auch sagen, ey Jörg, sag mal, wie naiv bist du denn, dass du die Bücher nicht erstmal vorher liest, dich erstmal einliest mit dem Thema und so weiter und so weiter. Wenn ich das machen würde, dann würde ich doch nicht die Hälfte der Bücher lesen können, die ich jetzt lese, weil ich dann so viel doppelt und dreifach lesen müsste. Das ginge überhaupt nicht. Aber bin ich bei dem Tschinnikwy deswegen damals schon echt von der Schaukel gefallen. Habe ich aber gesagt, wenn du jemals die Zeit und die Lust hast, das zu machen, das abzugleichen und dann eine perfekte Übersetzung zu bringen, weil du bist ein toller Übersetzer, da muss ich dir mal wirklich auf die Schulter klopfen, was du in der letzten Zeit geleistet hast für mich, auch mit dem systematischen Kindesmissbrauch, die Artikel, die du da übersetzt hast, alles ganz, ganz toll. Da möchte ich mich auch jetzt an dieser Stelle nochmal ganz offiziell bei unseren Zuhörern und Zuschauern in diesem Video, wo du dabei bist, dafür bedanken, weil ohne deine Unterstützung hätte ich diese Arbeit niemals machen können.
Ja, das muss mal ganz deutlich gesagt werden. Ich hoffe auch, dass unsere Zuschauer das mal schätzen. Und ich werde dann auch mal den Link zu deinem Videokanal, zu deinem YouTube-Kanal hier in die Beschreibungsbox des Videos mit reinmachen, dass sie sich auch auf dich abonnieren können. Das ist echt wahr. Wenn der Victor diese ganze Arbeit nicht gemacht hätte, das ist alles aus dem Englischen übersetzt, dann hätte das so überhaupt nicht stattgefunden. Und dafür finde ich es wunderbar, dass du dann heute auch mal damit bei bist und wir heute live ein bisschen darüber schnacken können und ein bisschen in dem Buch von Liguori weiterlesen können. Aber du hast sicher noch was zur Einleitung zu sagen. Ich wollte dich nicht abknipsen da. Also nein, das hast du auch in keinem Fall getan. Nein, ich stimme dir auch auf jeden Fall zu. Also der Punkt damals, das fand ich auch wirklich sehr bedauernswert, dass leider, dass du das Buch nicht weitergelesen hattest damals, dass die 50 Jahre in der Kirche von Rom hieß das, glaube ich. Ja. Und ich allein auch nur diese Art und Weise, wie der Autor das verfasst hat, also wunderbar und auch man konnte wirklich so dies so ein bisschen auch mitfühlen und miterleben. So wie der kleine Junge da seine Erfahrung. Das Erlebnis, das er hatte da mit seinem Vater, der dann gestorben war und der genau. Pizza, der kam, ihn die letzte Kuh nehmen wollte und so richtig. Weiter. Ja, das richtig. War schon herzergreifend, ja. Ja, fand ich auch. Ja, und es war sich an sich fand ich dann, ja, wäre es auf jeden Fall wert gewesen, dort an sich das weiterzulesen. Aber na klar, kann ich verstehen, an der Stelle ist es natürlich bedauernswert, dass es ja bei der Übersetzung dort leider nicht vollständig geklappt hat. Nee, aber nichtsdestotrotz, ja, würde ich das sicherlich, wenn mir da mal dann die Muße und die Zeit und du auch sicherlich dann mal auch wieder weniger Projekte gerade auf der Agenda hast, dann denke ich, könnte man da sicherlich irgendwie auch dann die fehlenden Seiten da mal, ja, auch dann übersetzen und das Buch mal komplett machen. Das sollte sicherlich möglich sein, ich denke schon. Da können ja sicherlich auch vielleicht mal noch deine Zuhörer, Zuschauer sicherlich auch mal Feedback geben, ob sowas dann gerne gehört oder gelesen werden sollte. Ja, und auch, was man dann die Leute natürlich auch mal eben an dieser Stelle fragen kann, ich habe dich auf diese Art und Weise kennengelernt, ich habe den Maximilian auf diese Art und Weise kennengelernt, ich habe den Andreas Hohn auf diese Art und Weise kennengelernt, der damals Herrscher des Bösen die Zusammenfassung übersetzt hat. Habe ich jetzt einen vergessen? Und ihr macht die Übersetzungsarbeit und jeder, der dieses Video schaut und sich angesprochen fühlt und sagt von, ey, das ist eine tolle Arbeit, die kleine Gruppe da macht, ich habe auch bestimmte Fähigkeiten und Interesse dabei zu helfen, dann meldet euch bei uns, meldet euch bei Victor, meldet euch bei mir und wir sind immer daran interessiert, helfende Hände zu bekommen, weil es geht nicht darum, dass zwei oder drei Leute hier die ganze Arbeit machen können, wenn das 20 oder 30 machen können. Eine Entlastung ist immer gerne willkommen. Ich meine, ich kann natürlich nur so viel aufnehmen, wie ich aufnehmen kann, aber es sagt ja auch keiner, dass das alles exklusiv für mich übersetzt werden muss. Nein, weil alles, was die Leute übersetzen, was Victor zum Beispiel gemacht hat, Entschuldigung, dass ich jetzt noch nicht mit der Lesung anfange, aber das kommt dann gleich. Victor macht ein Papier fertig, oder hat es, glaube ich, schon, wo alles das, was ich in den ersten 6 Videos gelesen habe über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch, wo wir die ganze Wurzel dieses Übels überhaupt gezeigt haben und ans Licht gebracht haben, diese ganzen Artikel, die ich da gelesen habe, die hat Victor alles in einem Papier zusammengefasst und das wird auch, sobald die veröffentlicht sind, das ist ja, wenn das hier erscheint, längst passiert, wird das auch als PDF öffentlich zugänglich gemacht. Dann kann jeder sich auch das Papier runterladen. Und genauso ist das mit all der Arbeit. Stefan hat das Buch Hinter den Diktatoren übersetzt und das wird spätestens Ende Januar 2019 veröffentlicht werden im Internet. Victor hat Hinter den Diktatoren komplett übersetzt. Wir sind jetzt gerade noch dabei, die letzten Aufnahmen zu machen. Mit dem Tempo, mit dem wir vorausgehen, wird das wohl auch noch ein paar Sendungen dauern. Aber wir machen da noch einen ganz wichtigen Nachtrag drüber, mit dem unter dem Titel Das päpstliche Rom und die Europäische Union von Richard Bennett und Michael Desemlien, was auch Victor ins Deutsche übersetzt hat, glaube ich doch, ne? Ja, das war schon fertig übersetzt, also da hatte ich ja diesmal Glück gehabt. Okay, da hast du mal Glück gehabt, ja. Auf jeden Fall bist du bei der Sendung damit bei. Und Maximilian, der ja das Buch Romanismus und die Reformation am Übersetzen ist, das wird auch alles öffentlich
gratis jedem als PDF zur Verfügung stehen. Und genauso ist es mit anderen Arbeiten auch. Und wenn ihr interessante Dinge habt, dass ihr sagt, das und das und das haben wir übersetzt und wir haben da selbst keinen, der das vorlesen kann, kann Jörg das zum Beispiel mal machen. Ich kann das auch mal machen, ohne dass es auf meinem Kanal erscheint. Ich habe da kein exklusives Publikationsrecht drauf. Das will ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ich arbeite im Namen des Heiligen Geistes und wenn der mich für meinen Kanal arbeiten lässt oder meine YouTube-Kanäle, gut. Aber ich mache das genauso gerne auch für andere, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit habe. Das sage ich mal ganz ehrlich damit bei. Das ist ein Aufruf für einen jeden, um interessantes, aber auch wirklich bitteschön interessantes und wahres Material, das sich auch in der Bibel messen lässt, wie die anderen Dinge, die wir machen, zuzuschicken und auch damit zu helfen und sich selber anzubieten zu der Hilfe. Je größer wir diesen Kreis machen, desto besser, weil desto mehr Leute können wir helfen, desto mehr Leuten können wir helfen, desto mehr Seelen können wir aufwecken und desto mehr Menschen können wir von der wirklichen Wahrheit unterrichten. Das ist meine Botschaft, die liegt mir sehr, sehr am Herzen, um das hier mal eben zu bringen, auch wenn jetzt die Lesung natürlich ein bisschen kürzer wird, wegen dieser langen Einleitung, aber es ist eine gute Gelegenheit, um das mal zu sagen. Und das wird leider noch eine ganze Weile dauern, bis das hier hochgeladen ist. Wir haben heute 25. Dezember 2018. Weiß ich nicht, wann das hier hochgeladen wird. Aber wie gesagt, fühlt euch davon angesprochen. Meldet euch bei uns. Ja? Sowohl bei mir als bei Victor. Ja, das ist ein guter Punkt, den du auch noch gemacht hattest. Ich meine, wir wissen ja letztendlich, die Uhr, der Großvaters Uhr, die schlägt ja immer schneller von rechts nach links. Also das heißt, der Teufel hat auch immer weniger Zeit, um seine Agenda durchzusetzen. Aber natürlich auf der gleichen Seite haben wir auch immer weniger Zeit, um noch die letzten verlorenen Schafe auch noch einzusammeln. Beziehungsweise, ja, ist es dann auch, wie Jörg schon sagte, je größer der Kreis wird, also an Material, denke ich, sollte es immer nie scheitern. Also falls sich jemand angesprochen fühlt, Zeit und Lust hat und auch so gewisse Fähigkeiten hat, dann sollte sich jetzt auf jeden Fall angesprochen fühlen. Ja, entweder bei Jörg melden, bei mir oder ja, ist immer mal irgendwo einen Kommentar lassen und dann in Verbindung treten. Ja, wäre dann der nächste Schritt. Ja, und noch ein interessanter Punkt, den ich da anfügen möchte, Victor, an den wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Es geht gar nicht nur darum, Dinge aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Es gibt in vielen anderen Sprachen, in vielen anderen Ländern interessante Dinge, die in Deutsch absolut nicht zu finden sind. So ist zum Beispiel eine Übersetzung, wie Victor gerade angeführt hat, am Ende des Buches der Beichtstuhl, die sind die ganzen Fragen, die Priester ja im Beichtstuhl stellen müssen, das ist dasselbe Thema, was wir jetzt hier bei Liguori bearbeiten, das ist in Latein. Und wir können Latein nicht und wir können Latein schon gar nicht auf die Art und Weise übersetzen. Mit Google Translate, lasst euch gesagt sein, habe ich probiert, funktioniert nicht. Ja. Die schaffen noch nicht mal die einfachsten Worte darin zu übersetzen. Aber auch Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, wenn ihr die Möglichkeiten habt, wenn ihr da Informationen habt in den Sprachen, die interessant wären, um die auch in Deutsch zu bekommen, und ihr wisst ja, mit was sich mein Ministerium beschäftigt, also wisst ihr auch, dass ihr keinen Mist schicken müsst, dann bitte, bitte tut das. Es gibt viele andere Sprachen neben dem Englischen und ich selber kann auch nur drei Sprachen richtig und eine vierte halb. Ne, das ist Französisch und ansonsten kann ich halt Deutsch, Niederländisch und Englisch, aber mehr nicht. Und wenn da halt andere Sprachen sind, dann bitte könnt ihr euch da auch melden und könnt ihr da auch Dinge zu beitragen. Das wollte ich nochmal eben dazu sagen. Jetzt muss ich aber auch nochmal eine Sache noch anfügen, ganz kurz. Ja, gerne, gerne. Und zwar, ja, wenn ihr diese Themen auch so interessant findet, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, hinter den Diktatoren, das ist zwar, deckt viele weltliche, politische, soziale Aspekte ab oder ja, Bereiche, aber ihr findet das an sich sehr interessant, oder auch jetzt Herrscher des Bösen zum Beispiel, was ja auch demnächst erscheinen wird, oder auch das Buch, was der Bruder Maximilian übersetzt, Romanismus und die Reformation. Diese Bücher, die sind ja ursprünglich alle aus dem Englischen und wenn ihr euch dann auch angesprochen fühlt, sage ich mal, euch dann in diese Materie ein bisschen zu vertiefen, dann habt ihr auch schon mal, ich sag mal, einen guten Anhaltspunkt auch für diejenigen, die sich da doch noch mal ein bisschen reinsteigern wollen, ihr Englisch zu verbessern, ist das an sich eine gute Möglichkeit, ein bisschen das abzugleichen. Ne? Also man kann an sich gut dort auch dann, ich sag mal, wenn man den Text verstanden hat im Deutschen und sich dann die Sache oder den Absatz oder das Kapitel dann auch nochmal im Englischen zu Gemüte führt, ist das immer eine ganz gute Hilfestellung, weil man
den Sinn schon verstanden hat. Und wenn man jetzt mal an Stellen kommt, da weiß man jetzt nicht unbedingt das Wort oder man kann das oftmals dann aber schon sinngemäß sich denken. Und das ist immer eine Hilfe, wenn man vielleicht nicht jedes Wort nachschlagen muss, sondern dann kann man sehen, naja, ich weiß, was jetzt gemeint ist, aber ich kann mir jetzt dieses Wort, dann kann man sich manchmal dieses Wort dann auch schon denken, wie es im Zusammenhang gemeint ist. Und ja, das nur mal als kleine Hilfestellung. Also wenn ich jetzt noch mal an meine Schulzeit zum Beispiel zurückdenke und solche Bücher auch oder jetzt auch nach der Schule solche Bücher mal auch, ja, solche Themen, die sicherlich ja, wer wahrheitsinteressiert ist, der sollte sich da auch angesprochen fühlen. Und wer auch, ja, mal doch ein bisschen noch Muße hat, vielleicht was für sein Englisch zu tun, der hat da, denke ich, auch immer noch mal eine gute Möglichkeit, das dann auch, ja, so miteinander zu vergleichen, als Basis dann auch ein bisschen sich zu verbessern. Ein sehr interessanter Punkt, den du da anbringst, Viktor. Ein sehr interessanter Punkt.